Guten Morgen, meine Freunde. Es ist Samstagmorgen. Was gibt's heute Morgen? Reis, Kartoffeln und Hühnerbrust. Und das in 2 Stunden nochmal. Und dann, ja, ich mache das Ganze immer sehr formabhängig. Leute, gestern Abend noch dieses Teil hier gegessen. Schmeckt echt gut. Und es ist klar, es ist kein Ben & Jerry vom Geschmack her. Ich kann es aber nur empfehlen. Sieht nochmal hier die Macros, einfach brutal. Und ja, bei mir gibt es Rindfleisch, Brokkoli und dann Mandeln, das ist mein Frühstück. Zum Mittag habe ich mir vorgekocht, dann werde ich hier dort einfach ein bisschen Freestyle essen, so mit Reiswaffeln. Ich habe alles getrackt und ja, am Abend ist noch ein großes Meal offen bei mir. Und wir werden sehen, was da genau abgeht mit dem Eder. Hast du das abgewogen, das Rind? Alles abgewogen. Alles abgewogen. Bis später, Leute. Hello and welcome back. Ich wieder, Toni. Robo am Start. Und ja, ich musste noch schnell für Eder ein bisschen Reis zubereiten, denn wir haben uns gestern verschätzt, denn wir hatten noch beide eine Meals offen und haben dann Reis von ihm genommen. Und das ist typisch Authentic Bros, immer alles am letzten Moment zu machen, immer ein bisschen Stress. Und ihr seht da Eder. Hello my friends. Ich mache mich noch gerade schön, so gut es geht. Ja. Noch schnell die Frisur, Aftershave und dann heißt's ab zur John Hancock Event Hall. Die ist ein paar Meilen von hier nicht weit. Und ja, Leute, es ist geschafft. Wir haben es geschafft. Die WM steht vor der Tür, auch mit Hilfe von dir, Bro. Ich bin dir dankbar, das weißt du. Du weißt, du hattest das Gleiche. Ich weiß, du hattest das Gleiche für mich getan. Yes, absolutely. Das ist einfach Authentic Bro-Style. That's Bromance. Genau, wir machen uns jetzt ready. Hier noch, für die, die es noch nicht gesehen haben. Den haben wir erhalten für die Weltmeisterschaft. Finde ich ganz cool. See you later. Yes. So. Jetzt gehen wir mal rein. So, meine Freunde, wir sind hier hinten ganz alleine, weil ich muss unbedingt die Farbe draufpacken. Die anderen Athleten sind schon bereit. Wir müssen jetzt noch schauen, dass wir das machen, denn meine Klasse wird voraussichtlich die erste sein. Und mein Bro ist jetzt hier noch am Essen. Was gibt's? Ja. Reiswaffeln. Ah, die von gestern, genau, ja. Und ich weiß nicht, ob ich auch die Farbe drauf machen muss und auch auf die Bühne gehen. Ich glaube, er hat fast einen besseren Sixpack noch als ich. Look at this. Er ist shredded. So, wir machen das jetzt. Und ihr könnt etwas zuschauen.
Jetzt schalten wir mal aus und später dann wieder ein. So Leute, wir sind Dr. Tony ist am Start. Wir sind gleich durch. Nur noch ein Bein und die Hände fehlen. Look at that vascularity. Look at that. Schade, dass er nicht auch teilnehmen kann. Also ich muss sagen, Tonys Form ist wirklich sehr schön. Danke, Bro. Schätze ich von dir. Mach schnell. Oder, nee, ich stelle sie schnell auf wegen der Farbe. Okay, the following members, I want to step up in the blue line. 67. Morgen geht es. Yeah. Ich mache jetzt nicht ein richtiges Posing, weil die Farbe ist noch nicht lange drauf. 70. Das Bein ist noch nicht gemacht, wie ihr seht. 72. 16. Hello and welcome back. Noch einmal, ich bin's. Zeta, Eda. Nein, keine Angst, kein Druck hier. Eda, was machst du gerade? Ich suche ein Tuch, damit wir das Ganze etwas abdecken können. Genau. Ihr seht da, no excuses, Bizeps Curls mit den Stühlen. So Patrick, say hello. Mit deiner neuen Frisur. Super hello, Saiyajin, Patrick. Konzentration ist, Bro. Ja, jetzt die Athleten bereiten sich vor und Dann geht's los. Bis später. To 165 and be rated in at 154. I was with my old trainer and Bob was there. Jo Leute, wir sind gerade backstage. Eda geht jetzt gerade auf die Bühne. Es gab leider ein kleines Problem und zwar, sie haben bei ihm das Gewicht falsch aufgeschrieben und jetzt muss er bei den Leichtgewichten gegen Patrick starten, also in derselben Kategorie wie Patrick. Ist zwar scheiße, weil zwei Freunde bei der Schweiz in einer Kategorie. Scheiße, Bro, ich wünsche dir so viel Glück. Du schaffst es, zeig was du kannst und für mich bist und bleibst du die Nummer 1. Hello my friends, ihr habt gerade gesehen, bis zu dem Moment, an dem alles schief lief, Leute. Und ich möchte euch noch kurz erklären, was da genau passiert ist, weil ich erhalte sehr viele Anfragen. Wir hatten ja Freitag, einen Tag vor dem Contest, am Mittag das Athletenmeeting, wo wir alle gewogen wurden und in die Klassen eingeteilt. Und da war dieser nette Herr namens Bob, der mir gesagt hat, alles kein Problem, du musst deine Jacke und deinen Trainer nicht ausziehen. Schuhe hatte ich an, ich glaube sogar das Portemonnaie, meine Handys, Uhr, alles. Und ich war 150,4 LBS. Das sind 68,22 Kilogramm mit Kleidung. Und die Klasse, die Bantam-Klasse, geht bis 150,25. Das heißt, also schon da, das sind vielleicht 100, 200 Gramm mit Kleidung. Jetzt haben diese intelligenten Menschen aber die Kommastelle weggelassen, beziehungsweise rübergeschoben und aufgeschrieben, ich sei
154 lbs. Genau, die Kommastelle haben sie einfach weggelassen und aufgeschrieben 154. Und ja, während ich am Diskutieren war und versucht habe, noch irgendetwas zu korrigieren, sie jedoch nichts davon hören wollten und auch diesen Bob nicht holen wollten, ja, verging die Zeit und ich konnte nicht mal richtig aufpumpen. Und genau da ist das passiert, was ich schon mal gesagt habe, Leute. Ihr solltet euch nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung fokussieren. Ich hätte das einfach sein lassen sollen, als ich gemerkt habe, sie wollen gar nicht drüber reden, sondern mich auf die Lösung konzentrieren. Und das heißt Vollgas geben und mich aufpumpen wie ein Tier. Das konnte ich aber leider nicht und der Kopf war irgendwo. Ich war mit diesen Leuten am Reden, dann ging sie weg, ist sie wieder gekommen und, und. Schlussendlich war es dann halt so. Und das Highlight vom Ganzen war, dass dieser Bob dann schlussendlich sich entschuldigt hat. Und ja, es tut ihm leid. Seine Gehilfin da hat einen Fehler gemacht und das nächste Mal kommt es nicht mehr vor. So, das hat er mir gesagt. Und ich musste einfach lachen. Ja. Shit happens, Leute. Aber ich muss, wenn ich jetzt so zurückdenke, bin ich trotzdem eigentlich ganz froh, dass alles so gekommen ist. Denn es hat mir einfach gezeigt, dass ich halt, ja, auch hinten und vorne noch gar nichts von perfekt oder gut oder stark bin. Sondern ich habe noch verdammt viele Schwächen. Top 3 in einer höheren Klasse ist klar nicht zu verachten, aber ich muss weitermachen, Leute. Ich habe viel zu verbessern, ich muss mehr Fleisch draufpacken und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, wirklich 2 Jahre Off-Season, ordentlich Muskeln aufbauen und dann heißt es nochmal für die Pros qualifizieren und dann gehe ich ins Leichtgewicht hoffentlich bei den Pros an diesem fucking Wettkampf und zeige es diesem Bob und dieser Nancy und dieser Kate und wie sie alle heißen und lasse einfach die Taten für mich sprechen. Und in diesem Sinne Teil 1, Leute, das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick hinter die Bühne. Morgen folgt dann der zweite Teil. Und an dieser Stelle noch einmal unglaublich, was für einen Support ich von euch erhalte. Trotz dem 3. Platz schreiben mir viele, ich sei immer noch der Beste für sie. Und das ist für mich wirklich, ich schätze das unglaublich. Und ihr seid mir sehr wichtig. Ihr seid mir alle unglaublich wichtig. Und wir haben Großes vor uns, große Zukunft, Leute. Denn zusammen machen wir diesen Sport zu einem ganz anderen Level. Etwas Großes wird auf uns zukommen und jeder von euch zählt. Also bleibt am Ball, keep going, Leute, und schaltet morgen wieder ein für den 2. Teil. Vergesst nicht zu abonnieren, gebt uns ein Like und Antonio, willst du noch was dazu sagen? Es ist einfach geil, Leute, ich habe gerade für morgen vorgekocht. Morgen geht's nach Miami. Boom, Miami Beach. Miami Beach, Leute. Da werden auch coole Videos für euch produziert. Also nicht vergessen, wie bereits gesagt, like it, subscribe it und bis morgen.